Die Umweltverbände haben Klage eingereicht, weil die Bundesregierung im Thema Meeresschutz auf ganzer Linie versagt. Jedes europäische Mitgliedsland ist verpflichtet, seine Meere zu schützen. Dazu müssen Schutzgebiete festgelegt werden. Und Deutschland hat das auch gemacht. Schon 2007 ist erklärt worden, Schweinswale sollen geschützt werden, Steinriffe sollen geschützt werden und viele andere Meerestiere und andere Lebensräume. Aber die Schutzgebiete existieren ausschließlich auf dem Papier. Die Fischerei, die in diesen Schutzgebieten Schweinswale tötet oder die Fischerei, die die Steinriffe schädigt, ist nach wie vor auf jedem Quadratmeter dieser Schutzgebiete erlaubt. Deswegen haben wir Klage eingereicht, weil ganz dringend was getan werden muss. Und wir hoffen, dadurch die Bundesregierung tatsächlich in die Gänge zu bringen, das Meer effektiv zu schützen.